Nous n'avions pas. Das Problem, das wirkliche Problem, sind unsere Ressourcen in Afrika, unsere Rohstoffe, Gold, Diamante, Holz, alles was wir haben in Afrika, Mittleren Osten, wurde geplündert. Leute sind getötet. Unsere Regierung, unsere politischen Führer sind von der deutschen Regierung, französischen Regierung unterstützt. Und wir leiden, deswegen sind wir hier. Wir können wirklich nicht angemessen leben. Aber wenn die deutsche Regierung, die französische Regierung, diese europäische Regierung, die unsere Diktatoren schützen, unterstützen, aufhören es zu machen, wir werden bessere Lebenschancen haben und wir werden zurückkehren. Das ist, was wir wollen. Wir haben alles in Afrika, alles im Mittleren Osten, um zu leben. Aber diese Regierer plündern, klauen, stellen unsere Ressourcen. Wir wollen wirklich eine Veränderung. Wir wollen wirklich etwas anderes. Ja, und das ist wirklich das Problem. Deswegen gibt es viele Flüchtlinge in Deutschland. Und mein Gott, wir haben Gold, Diamant, Holz, alles. Und wir wollen wirklich das benutzen. Aber wir werden getötet. Mein Vater wurde von der französischen Regierung ermordet, weil er sein Dorf verteidigen wollte. Er wurde ermordet und viele Leute, Lumumba, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, alle Leute in Deutschland, es gibt immer in einer Generation, es gibt immer Leute, die eine Ideologie in einer Nation geben, vermitteln. In Deutschland, sie haben Karl Marx gehabt, Engels gehabt, sie haben die deutsche eine Ideologie in Deutschland vermittelt. Deswegen ist Deutschland entwickelt heute, wegen dieser Leute. Und in Afrika, wir haben auch so diese Leute gehabt, wie Unyobe in Kamerun, wir haben Sekou Touré, Thomas Sankara. Sie wollten auch eine Ideologie oder eine Mentalität von Entwicklung vermitteln, aber sie wurden abgeschafft, sie wurden getötet. Deswegen heute ist Afrika zurückgeblieben, weil solche Leute sind ermordet. Wir wollen wirklich eine Veränderung, dass die europäische Regierung unsere Länder in Ruhe lässt. Dann werden wir wirklich entwickeln. Das ist das Problem.